Hallo zusammen und willkommen zurück zu Mad News, ihr Lieben. Es geht weiter. Wir gehen direkt weiter in den nächsten Tag, und zwar in den Tag 12 von der letzten Folge. Und ich habe die Geschwindigkeit wieder reduziert auf die Geschwindigkeitsstufe 1. Und wir haben 175.400 Verkäufe und haben ein bisschen Geld übrig. Ich habe mir schon gedacht, dass wir das nicht mehr schaffen würden. Das Rätsel habe ich nach 5 Minuten durch. Ja, ich weiß. Aber da kommen später noch bessere Rätsel dazu, meine liebe Madame. So, gar nicht so schlecht, was sie da für den Anfang machen. Kannst du uns denn ein bisschen Geld geben, mein Freund? Nö, scheinbar nicht. Ich brauche viel mehr Geld. Auch nicht. Na gut. Mir kommt hier zu wenig Information rüber und so weiter, sagt die andere Dame. Ja, das ist mir schon klar. Eigentlich müssten die Japaner heute in den Kommentarbereich sein. Da können wir direkt mal reingucken, ob das stimmt. Jawohl, da sind die Japaner unterwegs. Und wir haben bereits Tag 12, wie gesagt. Und eventuell ist einer unserer Konkurrenten schon weg. Das können wir nachher mal nachschauen. Wir machen erstmal die ersten Seiten schon mal fertig, damit wir dann in Ruhe die restliche Zeitung verbessern können. Später müssen wir dann unbedingt auf die Werbung verzichten, damit wir nur noch durch den Verkäufer leben. Also haben wir erstmal Beas Artikel hier rein. Und zwar hier oben rechts, wie immer. Und auf Seite 2 kommen zwei Comics und zwei Rezepte. Erst einmal super duper haltbar, was auch immer. Juhu, was? Juhu, ich kann auf dem Sattel stehen. Ja, gratuliere. Dangerman reitet immer noch. Ja, ich weiß nicht, was der reitet oder wen er reitet, aber der reitet immer noch. Auf jeden Fall vor sich hin. Auf jeden Fall kommen hier noch zwei Rezepte dazu. Und da gucken wir mal. Jane Fonda. Ein halbes Knäckebrot mit Mineralwasser als die nächste Folge scheinbar. Okay, bei Danger Man, also wir müssen mal irgendwann mal Comics wieder neu holen. Aspirin in Wasser. Ja, das ist bestimmt super von Nancy Reagan, die super Summer Diät. Glaubt, Aspirin in Wasser könnte sehr helfen abzunehmen. So, dann machen wir erstmal Wetter hier auf die Seite 3. Und Sport und Rätsel. Sport erstmal Bundesliga. Was ich mitgekriegt habe, ist, glaube ich, sogar am besten, wenn der ganze Sport eigentlich auf eine Seite kommt. Aber das macht man noch nicht. Formel 1 kommt erstmal hier hin. Tennis kommt dann auf die nächste Seite. Wobei, das machen wir doch mal, oder? Ich glaube, Tennis ist hier besser als Wetter tatsächlich. Also haben wir dann mal Tennis hier rein. Und dann machen wir noch ein Rätsel hier hin. Und zwar das Kreuzworträtsel. Einmal Kreuzworträtsel bitte. Also müssen wir dann Wetter noch machen auf die Seite 4. Das dürfen wir nicht vergessen. Genau. Und einen weiteren Rätsel noch hier rein. Upsa, der ist jetzt ein bisschen missglückt. Genau. Also Rätsel Rebus, der kommt auch hier hin. Na, schauen wir mal, ob wir hier noch einen Kommentar reinklatschen können. Und zwar hier der Ausverkauf eines Symbols. Okay, das kommt auf Seite 4 noch rauf. Und hier passt dann noch ein schönes Bildchen eventuell von irgendeiner wunderschönen Dame drauf. Von der Gabi. Nee, passt leider nicht mehr drauf. Na gut, dann kommt das auf Seite 5 eben. Die Gabi Nummer 10. Dann ist die Gabi nämlich durch. Und Genie im... Was? Genie und das Reh kommen als nächstes. Und hier gab es C. Da bin ich mal gespannt. Können wir nachher mal anschauen. Wir haben, glaube ich, alles gemacht. So, jetzt muss man eine Werbung noch irgendwo unterbringen. Gucken wir mal, ob wir das hier eventuell hier auf die Seite noch reinklatschen können. GSG 8. Das wäre dann morgen 15.000 Geld mehr. Und hier SPD. Wobei SPD wird sich besser eignen. Es braucht nämlich mehr Platz. Na. Okay, da haben wir das GSG 8 mal weg. Ups, jetzt habe ich versehentlich das angeklickt. Sorry, Leute. Ja. GSG 8 braucht weniger Platz. Da haben wir lieber das SPD hier rein. Dann haben wir hier noch 4 Zeilen für eventuell News, wenn wir das schaffen von der Zeit her. Und die Werbung, die letzte, die GSG 8, die haue ich mal auf die letzte Seite, würde ich mal sagen. Oder warte jetzt mal kurz. Das würde hier auch noch Platz haben. Und dann könnte ich die Gabis habe ich weggemacht. Dann haben die Kommentare aber keinen Platz mehr, ne? Okay, dann mache ich tatsächlich noch einen Kommentar hier, tatsächlich hier rein. Ein alter Freund kehrt zurück, dann haben wir das GSG 8 raus und das haben wir auf die letzte Seite dann. Und hier haben wir noch ein bisschen Platz für die News.
Genau, nicht vergessen, GSG8 loszuwerden. Machen wir es mal hier unten rechts rein, dann können wir nämlich da oben schön die restlichen News noch verbraten. Dann haben wir, glaube ich, alles, ne? Sporttabellen. Warte jetzt mal, Sport habe ich, glaube ich, alles auf einer Seite gemacht. In diesem Fall, genau. So, dann gehen wir mal richtig direkt raus und gehen wir mal in die Newszentrale, um zu schauen, ob da schon was Neues gibt. Ah ja, genau, ich könnte hier ja nochmal gucken, ob es unseren Konkurrenten Bad News überhaupt noch gibt. Ah ja, den gibt es scheinbar noch. Okay. Aber wie viel Prozent hat er denn heute? Also ich meine, wenn er nicht heute weg ist, dann müsste er morgigen Tag spätestens weg sein, weil der hat tatsächlich, glaube ich, ganz schlechtes Image. Ach, der hat sogar noch 10%. Ja, dann kannst du ja noch ein bisschen überleben. Ein paar Tage oder so wirst du noch da sein wahrscheinlich, aber allzu lange nicht mehr. So, die Captain-Kaffeetasse auf meinem Schreibtisch. Habt ihr wahrscheinlich gesehen. genau, gehen wir in die News-Zentrale und dann zum Japaner. Und dann schauen wir mal, vielleicht hole ich mir auch noch einen Comic und genau, ich überlege gerade, ob ich noch ein drittes Kreuzworträtsel holen sollte, weil tatsächlich ist es, glaube ich, nicht schlecht, wenn man drei Kreuzworträtsel hat. Aber das werden wir dann anschauen. So, wir haben die vierte News und das ist Tag 12. Das heißt, alles, was Tag 11 ist, gehört weg. Expedition findet unterirdische Höhlen am Nordpol. Alles klar. Werbebranche erwartet Rekordjahr 1994. Aha, wir sind im Jahr 94 hier. Dracula Schloss in Rumänien gefunden. Wie geil ist das denn? Dann Millionär Fungi tot im Bett aufgefunden. Ja, tut mir leid für dich. Hier ist schon mal was für den heutigen Tag hier von gestern noch. Margaret Thatcher, Ratgeber Bestseller-Erfolge. Und hier haben wir auch noch was von gestern. Selbstmord oder Unfall, Tragödie in Rom. Transport von Sultan wegen Krankheit verschoben, war auch von gestern. Und hier ist einer von heute. Indianer bekommen Recht, Reservat für die Traditionalisten. Und hier 9 Blöcke, 6 für 6000. Zum ersten Mal menschliches Gehirn verpflanzt, okay. Ich überlege gerade, ob ich den hier eventuell schon mal holen soll. 7 Blöcke und 5000 Dollar. Das passt. Dann können wir das nämlich irgendwo schon mal unterbringen, bevor die Seiten in den Verkauf gehen. Dann gucken wir erstmal noch beim Japaner kurz rein. Wir haben ja nur 2 Stündchen Zeit. Das heißt, es ist Zeit genug, um eventuell neue News zu holen. Und erstmal beim Japaner, was sagt er denn so Schönes? Wo ist denn morgen der Anschlag oder die Renovierung angesagt? Reporter. Okay, das kann er gern machen. Kommentarbereich ist ja heute. Dann gucke ich nochmal kurz bei der Werbung vielleicht rein, ob wir da eventuell irgendwie was für die nächsten Tage organisieren können. PR. Oder wartet's mal. Ne, der Rätsel mache ich danach, genau. Bei den Rätseln schaue ich auch nochmal rein. Wir haben jetzt immerhin einiges an Geld am Start für den heutigen Tag. Das können wir jetzt dann auch sparen. Oder ich gucke nochmal, ob ich eventuell einen Vertriebsweg irgendeinen günstigen finde. Aber ich glaube nicht für 60.000 oder sowas. Okay, die haben sich gerade gegenseitig blockiert, wie ich gerade sehe bei den Fotos. ja, was gibt es denn hier Neues? Liebe Dame, gibt es denn da was Cooles? 3 Ausgaben für 50.000, Auflage 40.000 Dollar. Nee, 3 Ausgaben 15.000, 3 Ausgaben 500.000, Auflage. Nee, das schafft man nicht. Würde 100.000 Geld bringen, wäre natürlich nicht schlecht. Hier 750.000 Auflage schafft man auch nicht. 5.000, den nehmen wir nicht. 3 Blöcke 6 hoch. Nee, das ist 2 Blöcke 4 hoch. 3 Blöcke 6 hoch. Achso, das können wir eh nicht machen. Ich überlege gerade, ob ich den Ekarion mitnehme, weil der gibt immerhin 10.000 Dollar. Aber 3 Ausgaben, nee, das nimmt mir zu viel Platz weg. Sorry, hier können wir natürlich so eine Umfrage noch bestellen für 20.000 Dollar. Weil nicht, lohnt sich nicht in dem Moment noch, später vielleicht schon, aber im aktuell eben noch nicht. Ich wollte noch Comics irgendwas holen. Da ist der Kollege drin hier. Kollege, raus mit dir, jawohl. So, guck mal bei den Comics, ob wir da noch irgendwie haben. Was haben wir denn am Start noch? Wir haben 2 Stück nur noch. Okay, dann brauche ich tatsächlich mal das Neue. So, Phasermann 5000, 6 Folgen. Danger Man haben wir schon gehabt. Oder haben wir aktuell? 18.000 für 5 Folgen. Das ist natürlich sauteuer, ne? 5.000 für 6 Folgen.
Das ist echt sauteuer, ne? Aber immerhin 5 Folgen. Ich glaube, ich würde mal nehmen, würd mal das nehmen, damit wir bessere Comics bringen. Demnächst. Und dann werden wir auch irgendwann mal tatsächlich nur noch auf die teureren umsteigen. Genauso bei den Rezepten später. Das ganze Geld gebe ich aber jetzt noch nicht komplett aus. Wir gehen mal bei der Rätsel ran. Das Rätsel habe ich immer schon nach 5 Minuten durch. Ja, wir haben noch zwei Rätsel. Ich weiß, du brauchst noch eine dritte. Damit du happy bist. Ich weiß schon, ich weiß schon. So. Was nehmen wir denn? Wir haben Rebus, haben wir ja. Bildervergleich. Kreuzworträtsel und Zahlenrätsel. Ich weiß natürlich nicht, wie groß die sind, ne? Bildervergleich oder Zahlenrätsel. Wir nehmen mal eine Ra Zahlenrätsel für morgen mal mit rein. Kostet uns 7000 Dollar zusätzlich, aber wenn wir dann drei Rätsel haben, dann sollte es definitiv was helfen. So, und bei den Damen und so weiter, da haben wir noch genug, glaube ich, Damenbildchen. Da haben wir ja gerade erst die neue Serie gestartet, die können wir auch gleich mal anschauen. Wenn wir unsere aktuelle News hier noch rein platziert haben, dann können wir uns die Zeitung auch direkt mal anschauen. So. Genau. Dann gucken wir hier doch mal rein. Auf Seite 4 können wir noch die News bringen, oder? Hier, Indianer bekommen recht. Wir nehmen mal hier die kleinste Version, damit wir möglichst viel Platz haben. Ne, das ist zu groß. Das ist hier schön klein. Das ist wunderbar. Ah, das ist leider ein doppelter Block dann. Okay, dann nehmen wir halt eben das hier. Dann haben wir mit der Seite 4 nämlich auch fertig. Und hier, irgendwas mit den Indianern, die bekommen scheinbar recht oder so. Und hier ist noch nicht alles voll. Okay, sehr schön. Dann habe ich hier noch ein bisschen Platz. Drei Blöcke immerhin für eine weitere News. Am besten ist nämlich für eine Zeitung immer, wenn man 5 News bringt. Ja, allerdings ist es natürlich schwierig jetzt mit der Werbung noch, wenn wir später keine Werbung mehr bringen. Und da kommt aber eben noch das Rätsel dazu, das zusätzliche Rätsel. Da bin ich mal gespannt ab dem morgigen Tag, wie viel Platz das verbraucht. Ich würde mal sagen, wir gehen mal in die Newszentrale, schauen wir mal die aktuellen News noch durch, ob wir da noch zwei, drei so kleinere News mitnehmen können. Je teurer die News natürlich, desto besser die Auflage oder die Verkaufsauflage. Aber wir können jetzt und später werden wir auch noch Reportagen und so weiter auch noch hinzufügen. Das können wir uns aber jetzt aktuell noch nicht ganz leisten. So, hier gibt es auch jede Menge neue News. 15 Blöcke, oh mein Gott, das ist viel zu viel. Hier aber 9000 und 8 Blöcke. Und mit Foto, das ist wunderbar. Das wäre eigentlich super. 6 Blöcke 3000. 6 Blöcke 4000 mit Foto. Okay, wir nehmen mal das mit. Dann nehmen wir das Kleine noch mit. Und wir nehmen hier den 9000 auch noch mit. Und was nehmen wir noch mit? 6 Blöcke für 5000, hört sich auch gut an. Ich glaube, damit werden wir auch die Zeitung jetzt erstmal zupflastern. Schauen wir mal. Es ist ja immerhin kurz vor 10 schon. Da machen wir erstmal die Titelseite fertig. Und dann verteilen wir die restlichen News auf die Zeitung. Wir haben so viel News, glaube ich, noch nie gebracht in einer Zeitung. Wir haben immer noch 88.400 Geld. Wunderbar. Das heißt, wir können da immer noch reagieren, falls der Japaner irgendwie gestochen werden sollte oder sonst irgendwas. Und dann haben wir vielleicht sogar noch Geld übrig, um weiteren Vertriebsweg zu eröffnen, aber ich glaube nicht. So, wo ist denn der teure hier mit den 9000? Okay, das ist ein ganz komisches Format hier für ein Bild. Okay, das ist so ein Dreier, das wäre jetzt ein bisschen zu wenig für 9000er News. Größer geht es aber nicht scheinbar. Ja, das ist ja mega doof, aber wir können es vielleicht hier mal in einen Dreier unterteilen. Geht das? Nee. Jedenfalls nicht hier und bei dem wird es aber gehen. Tatsächlich schauen wir mal, ob wir das irgendwie so hinkriegen. Na, Attentat auf Gorbatschow. Schüsse während Vortrag. Okay, und dann machen wir das hier noch rein und die ersten zwei Meldungen davon. Und dann haben wir den Rest hier schnell auf Seite 5 noch rein. Und den letzten Rest kommt auf die letzte Seite, so ein bisschen aufgeteilt jetzt die News, aber das passt schon. Da meckern die Leute nicht. So, wir haben 5000er und wir haben hier genau den 9000er mit Foto und hier haben wir auch nochmal 5000er. Kann man das größer machen, bitte? Jawohl, dann passt das perfekt dahin. Expedition findet Eingang zu den Nordpolhöhlen, jawohl. Sehr schön, jetzt hau das doch mal dahin, Mensch. Ah, jetzt. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, das ist okay. Also wir brauchen uns nicht zu stressen. Können wir hier die restlichen News schön unterbringen. Wie viel brauchen wir hier noch? Perfekt. Das passt
perfekt dahin und dann können wir die restlichen kleinere News auch noch hier unterbringen. Die versuche ich, oh, hier ist auch ein großes Foto scheinbar. Versuchen wir es mal hier so. Bild und machen wir das schön klein, möglichst klein, wenn das geht. Perfekt. Das ist sehr schön. Dann nimmt das nicht so viel Platz weg. Wird aber eng mit dem Platz natürlich, ne? Alles hier. Aber wir kriegen das, glaube ich, schon einigermaßen hin. So, das ist die dritte News. So, die Indianer haben wir schon. Den Staatspräsident Mitterrand, der ist erkrankt. Der war damals der Staatspräsident. Ach, den habe ich schon gebracht oder was? Ach, das ist das gewesen. Okay, jetzt. habe ich schon gewundert. Kann man den hier noch kleiner machen? Ah, das ist natürlich doof hier so. Eventuell den hier oder vielleicht kann man den hier noch kleiner machen. Nee, geht nicht, dann nehmen wir halt eben das hier. Das passt schon. Weigel. Irgendwelche neue News von Theo Weigel. Falls ihr den noch kennt mit den wunderschönen Augenbrauen. Und dann haben wir neue Steuern. Attentat auf Gorbatschow haben wir schon gemacht. Und hier haben wir noch Expedition. Ach, das haben wir auch schon, oder was? Habe ich das schon irgendwo? Fehlt noch irgendwas? Das haben wir auch schon. Also, wir haben hier 1, 2, 3, 4 News. 5. Das heißt, wir haben alles untergebracht. Das ist ja wunderbar. Ich gucke nochmal sicherheitshalber. Nicht, dass wir was übersehen haben. Es ist auch schon 23:08 Uhr. Aber das kriegen wir schon hin. Weigel, neue Steuern. Indianer haben wir gemacht, genau. Und Attentat auf Gorbatschow und Expedition. Ja, okay, dann können wir das so lassen. Das stört mich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht. Können wir mal kurz auf die erste Seite gucken. Attentat auf Gorbatschow. Ups, warte mal in den Editiermodus kurz gehen. Genau, und dann schauen wir mal die erste Seite mal kurz an gemeinsam. Was hier so los ist. Hier, Gorbatschow, München. Zu einem tragischen Vorfall kam es während eines mit großer Spannung erwarteten Vortrages von Michail Gorbatschow. Mikhail Gorbatschow in der alten Pinakothek in München. Gerade als der Träger des Friedensnobelpreises das Podium betreten hatte, feuerte ein bislang unbekannter Attentäter aus der Zuhörermenge mehrere Schüsse aus. Oh, oh, das hört sich ja krass an. Wo haben wir die restlichen News? Ich glaube auf Seite 4 hier. Ne, das sind die Indianer, oder? Ne, sind das die Indianer oder ist das schon Gorbatschow? Ja. Das sind die Indianer noch. Wo ist denn der Rest von Gorbatschow hin? Ich glaube, die habe ich hier reingeklatscht, gell? Das will ich schon zu Ende lesen hier. Hier, da kommt, glaube ich, die restliche Meldung von Gorbatschow hier. Einem Revolver auf Gorbatschow ab und entkam in der allgemeinen Panik den verwirrten Sicherheitskräften. Der zusammengebrochene Gorbatschow wurde nur noch am Tatort medizinisch behandelt und schwebt nur nach Aussagen des behandelnden Ärzteteams in akuter Lebensgefahr. Sofort nach dem Zwischenfall wurde eine Ringfahndung nach dem flüchtigen Täter ausgerufen. Unklar ist bislang, wie es dem Attentäter trotz aufwendiger Sicherheitsmaßnahmen. Und dann geht es hier weiter, glaube ich. Aufwendiger Sicherheitsmaßnahmen. Maßnahmen. Jetzt. Gelingen konnte, eine Waffe in den Vorlesungssaal zu transportieren. Auch wegen der verspäteten Reaktion der im Saal positionierten Sicherheitskräfte wird es wahrscheinlich eine Untersuchung geben. Schon im Vorfeld der Reise hat es Bedenken gegen die öffentlichen Auftritte Gorbatschow gegeben, als dieser einige ernsthafte Morddrohungen erhalten hatte. Hier ist noch ein Bild von Mitterrand, von dem damaligen französischen Präsidenten. Dann haben wir hier noch die Werbung und so weiter und die restlichen News. Die Seite 2 brauchen wir nicht anzuschauen, das haben wir schon gesehen. Seite 3, das kennen wir auch schon, aber hier, Wetter, Ausverkauf eines Symbols, da können wir mal reinschauen, ob wir da was Neues sehen. Nö, nichts Gescheites hier, Sprichwort gesucht. Ah, okay, das ist aber neu, oder? Den Rebus, den kenne ich glaube ich noch nicht. Aha, okay, das ist der Rebus-Rätsel scheinbar. Hier ist noch ein Bild. Hannelore Kopf wird immer quadratischer, SPD-Werbung. Das ist übrigens Hannelore Kohl, die Frau, die verstorbene Frau von Helmut Kohl von damals.
Und dann gucken wir mal hier. Haben wir wahrscheinlich was Neues. Wir haben hier die dreibusige Gabi, wenn ich das richtig im Kopf habe. Jawohl, und rechts haben wir auch wieder eine dreibusige Gina. Alles klar. Und hier haben wir die restlichen News. Ja, dann haben wir die Zeitung angeschaut von heute. Schade, dass die Gina auch eine dreibusige ist. Wäre schön, wenn wir da was Neues gewesen wäre, aber okay. Was wollten wir schauen, ob wir eventuell hier eventuell noch ein Wegenetz aufbauen können. Wir haben 23.42 Uhr. Ich glaube nicht, dass wir dafür Geld genug haben. Aber schauen wir einfach mal. So, mal auf dem LKW-Symbol klicken und dann mal hier auf unser Heimatstadt Detroit klicken. Und was können wir das hier in Kosten? 60.000 für 160.000 Einwohner. Das überlege ich mir aber tatsächlich. Oder 120.000 für 230.000 Einwohner. 120, 160.000. Was gibt es hier noch? Hier sind 90.000. Was ist hier oben in der Ecke? Da kommen wir nicht hin mit dem LKW. Hier würden wir 200.000 Einwohner erreichen. Also, was war das? 160.000. 410.000 Leute. Das machen wir. Kansas City. Zu wenig Geld. Ach so. Ja, ich habe ja gar nicht mehr genug Geld. Ich denke. Aber ich habe 60.000 übrig. 160.000, das können wir auf jeden Fall machen heute. Dann haben wir nämlich übernächsten Tag dann auch wieder mehr Einnahmen und mehr Leser. Und da haben wir auch schon eine bessere Kreuzworträtsel und so weiter. Also wir haben noch 28.400 Geld. Und dann lass uns mal den Tag abschließen. Ich gehe nochmal schnell in die Newszentrale, um die restlichen News rauszuhauen von heutigen Tag. Super viele Bilder drin. Ja, die kleine Mädchen freut sich. Die kann sich auch ruhig freuen, denn wir haben schon eine gute Zeitung und die wird jetzt demnächst immer besser. Mit besseren Comics, mit besseren generell besseren Content. Und was haben wir hier noch Schönes als Nachricht? Oh, hier haben wir auch noch 9000 gehabt. Neuer Superleiter ermöglicht, wahrscheinlich Supraleiter, oder? Ermöglicht revolutionäre Erfindungen, mache ich mal weg. Zum ersten Mal menschliches Gehirn verpflanzt und Kino nach Werbeblock demoliert. 16 Blöcke und 3000 Euro. Oh mein Gott, das ist natürlich Zeitungsfüller hoch 10. Sowas ist natürlich immer schlecht, weil die Zeitung mega schnell voll. Jetzt gucken wir mal schnell beim Japaner rein. Bevor hier der Kollege hier uns zuvorkommt. Wettrennen gegen den Kollegen und wir haben gewonnen. So, ist immer noch derselbe Raum. Ja, immer noch der Fotograf. Das ist schön. Es bleibt dann so. Dann gehen wir mal raus. Ich hoffe, dass der andere Typ jetzt nicht vor der Tür steht und dann wieder reingeht. Ne, der läuft da gerade herum. Dann beschleunige ich die Zeit und dann kommen wir zum Tagesabschluss langsam. Ich bleibe noch ganz kurz hier stehen, nicht, dass einer hier gerade hier reinrennt. Aha, da kommt der Grüne entgegen, aber der geht woanders hin. Und der Blaue kommt wieder in meine Richtung. Dann gehe ich schnell zum Japaner rein. Nein, du gehst nicht vor mir rein. Nicht, dass du das noch in letzter Sekunde noch auf mich jetzt hier, die Japaner. So, jetzt ist aber der Tag auch wieder vorbei. Das war Rettungstat in letzter Sekunde. Und er ist noch sogar noch entgegengekommen, wie ich gerade sehe. So, wir können den Speed auch schon mal runterregeln. Laufen Richtung Ausgang und dann beende ich auch die Folge, Leute. Ich speichere den Spielstand ab. Auf Spielstand 1. Ich gewinne hier das Wettrennen, wer zuerst Feierabend macht, wie ich sehe. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich schon drauf. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Mad News. Und ich bin auf die nächste Zeitung gespannt. Da sollten wir mehr Verkäufer haben. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.